Hallo Freunde, willkommen zurück. Dann kümmern wir uns doch endlich um dieses Friendly Fire. Erst hacken, wie immer. Ja, vielleicht gehen wir dann mal so. So. Dann darüber. Blub. Ich hab kein gutes Gefühl. Ihr seht mich ratlos. Probieren wir's mal so. Ja, bestimmt auch irgendwann. So, geschafft! Drei Läden haben wir noch vor uns. Geil. Dann tun wir doch mal was für unser Geld. Oder besser gesagt, gegen unser Geld. Geld ausgeben! Schnieper! Ja, nehmen wir das auch. Monetenschuss, zack. Ausgeskillt. Und sage und schreibe, die Hälfte unseres Geldes ausgegeben. Super. Teure Scheiße hier, ey. Die ist voll. Ah, die war nice. Die war nice. Nice. Die ist auch ausgeskillt. Wir hatten doch noch eine Waffe, die nicht ausgeskillt ist. Das weiß ich. Aber welche war das? Ah. Die einfache Pistole. Na dann. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ah, knapp vorbei ist auch daneben. Ach, das ist ja jetzt doof. Okay. Die Sprengmunition haben wir bereits. Das sind 7,5, sind 2, 30, ja, knapp 40.000 brauchen wir. Jo, so soll es sein. So steht's geschrieben. Ach, den Laden überfalle ich jetzt nicht. Das ist mir zu doof. How you doing? 40.000. Wo kriegen wir jetzt 40.000 her? Bargeld bringt uns natürlich gar nichts. Was hat denn der Buff für Upgrades? Wow! Das sind viele! Ja, nehmen wir mal mit. Mal schauen, wie weit wir kommen. Teamspieler. Feuer, Eis und Blitz. Ach, für die Begleiter. Ja, die hole ich ja so oft, müssen wir unbedingt haben. Erstmal aufladen. Erstmal das Wichtige. Noch schneller! So, aufladen. Ausgeskillt. Upgrades. Ja, können wir uns eh nicht leisten. Ach ja, ich wollte ja gar nicht wegen den Kräften gucken, sondern wegen den Aufträgen. Mensch, sag das doch gleich! Mach Tanja fertig. Hilf Ascha. Die letzten drei, die war hacken. Ben King soll mal schon wieder auf dem Schiff treffen. Ja, komm, Ascha. Was willst du denn? Fun? What exactly does an MI6 agent think is fun? You don't know?
will be educational. Educational, huh? You know me so well. Ich krieg grad ein bisschen Angst. Yeah! Aber ich bin genauso neugierig. Nicht so weit. Haben wir den Eisblast? Jo, haben wir. Geil. Wir wollen ja nichts verkommen lassen, ne, Freunde? Okay, das reicht. 3 Kilometer. Warte mal. Dann nutzen wir, ich glaube sogar zum allerersten Mal, die Möglichkeit und rufen jemand an. Und zwar die Fahrzeuglieferung. Was wollen wir denn? Was zum Fliegen oder doch lieber was zum Fahren? 3 Kilometer sind echt viel. Was waren die Fenton? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, Motorrad. Nee. Motorrad ist doof. Ah, Scheiße. Ja, okay. Warte mal, wir sind am Flughafen, Freunde. Wir suchen uns einfach ein schönes Flugzeug. Hui. Ah, mit denen können wir leider nicht fliegen. Oh, was haben wir denn hier? Guess it's better already. So. Ah, mit der können wir aber fliegen. Na, das trifft sich doch super. Holen wir uns erstmal unser Privatjet. Einmal auf N drücken. Ah, die Snipes. Hallo? Tastatur funktioniert nicht, Maus funktioniert nicht. Das ist schlecht. Oh, aber ganz schnell hoch. Warum funktioniert meine Maus nicht? Ich kann mich nicht mehr umschauen. Scheiße. Haben wir mal ein Flugzeug und können uns ein bisschen umschauen und dann funktioniert das nicht. Ist ja auch scheiße. Nein, es ist kein Bug. Und meine Maus, bin ich mir sicher, funktioniert tadellos. Naja. Hui. Sind ja nur noch 1,5 Kilometer. Oh, da unten ist Ben King. War der vorher auch schon da? Hm. Ach, das ist die Videolog, Datenlog, Dings, Bums, Kirchen, Gedöns. Ach Mist, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo der war, sonst könnte ich es... Ach, egal. Egal. Wo soll ich hier landen? Ach egal. Machen wir es einfach so. Und ich bin extra noch ausgestiegen. Da war ich wohl zu lahmarschig. Ja, wir kommen ins Alter. Wir kommen ins Alter. Wir sind nicht mehr. Ah, meine Maus funktioniert tadellos, sag ich doch. Faden verloren. Scheiße. Ist es noch weit? Nö, geht. I wish my radio would quit acting weird. Das geht noch. Hui. Datensammlung! Datensammlung! Wo ist er? Wo ist er?
da ist er. Voll vorbei! Wow. Das ging jetzt schnell. Ha! Ein gezielter Alright. Sprung und wir haben sie. Zinjek! Ich hasse dich und deine Sippe! Nee, das wäre übertrieben. Das geht. I may not know art, but I know that sucked. Ascha! Ascha! Ist euch mal aufgefallen, dass Ascha, der Name Ascha, so ähnlich klingt wie Arscha? Lecker. Nein, nicht lecker. So meinte ich das nicht! Woohoo! Ihr dreht mir die Wörter im Mund um. Ja, lieber die Wörter als Arschhaare. Okay, Arschhaar. Dann sag ran. Okay. So, ich bin VIP. Are you ready to put your life on the line to protect another? Ascha, I'm pretty much a superhero. I'm set for whatever you can throw at me. You'll find Matt has disabled your special abilities for the duration of this exercise. But don't worry. You'll get them back once the exercise is complete. What? Get in. You're driving the VIP to her first stop. Matt, du kleiner, dreckiger Penner, wie kannst du es wagen? Wer ist ein VIP? So who's the mark? You're on the client's time now. You do whatever needs to be done. Hm, die hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Ascha, aber... Kenn ich nicht. So VIP kann die nicht sein. Ich steig wieder aus. Ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Ich hab schon nix gesagt, Freunde. Locker bleib. Okay, dann werden wir unseren VIP zum ersten Halt eskortieren. Das ist doch eine Falle. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Okay, begib dich zum ersten Halt. Mach mal fix. Denk dran, wir müssen ordentlich fahren. Wir haben eine sehr wichtige Person hinten drin. Das heißt natürlich auch nicht rasen. Scheiße. Ich will rasen. Ich hasse es, ordentlich zu fahren. Hier fährt keiner ordentlich. Oder läuft. Ordentlich. Oh man, I gotta trade this in for a bus pass. Okay. All right, this is bugging me. I know that woman. Who is she? Are you serious? That's Tammy Tolliver. The reporter from Genki Bowl? You can find someone more important for us to protect? A security work is a cereal box. You don't get to pick your prize. Hey, see that guy over there? Tell me. Is he a threat? I don't know. It's your job to know. You have to decide right now. Take him out and possibly kill an innocent human being, or let him go and potentially put your VIP in mortal danger. I'm coming! How do you like that? Ist klar. Good job. Security might just be your plan B. All right, back in the car. Du Schlampe, du kleine Dreckchen. Einfach irgendwelche Leute angreifen und dann schnell abhauen. Ja, ich bin wichtig. Ich hab meine Security dabei. Das gibt es doch nicht.
Intel reports high threat probability at our next stop, so we should be prepared for anything. Right, absolutely. Potential threats all over the place. Oh, I'm glad to see you taking this so seriously. Is MI6 really called upon to escort TV correspondents on shopping trips? Prior to MI6, I babysat overprivileged children of foreign dignitaries on multiple occasions. And after a certain street gang... International celebrities, you mean? You'll need a vantage point. Get to that rooftop across the way over there. Cover the VIP as I escort her into the building. Habe ich mal kurz die Schnauze gehalten, damit ihr die Musik auf euch wirken lassen könnt. Alright! Und jetzt müsst ihr mein Quatsche wieder ertragen. Na super. Leck mich am Arsch. Pew, 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 pew. What are you doing? Pretending to shoot stuff. You're easily bored, aren't you? No, no. I'm usually too busy being awesome to be bored. Kann ich noch schnell We're coming out now. Everything clear? Hmm. Blue skies and hummingbirds. Come on out. Snipers! Shit! You said we were clear! Das war so klar. We were! Who would be trying to kill Tammy Tolliver? Her boss, sure, but what did she do? We don't know. You might be surprised to learn how little information agents are actually given. Usually just a name and an objective. You don't know why you're doing something, why do it? Queen and country, the greater good, duty and honor. And one too many action movies as a kid? Oh, no such thing. Och, du Penner, verpiss dich. Nice, relax. Keine Zeit für dich. Gehe ich aber wirklich erstmal hoch. Jetzt reicht es. Zu dieser epischen Musik laufe ich ganz episch die Treppe hoch. Autsch. Und lass mir episch in den Arsch schießen. To the car! Now we're leaving! Sterbe ich? Ja, nicht, wenn ich mich auf der Ampel abrolle. Dann nicht. Warum steige ich jetzt als Beifahrer ein? This gets jacked, no more. Are we enjoying ourselves then? Not a bad time, actually. But we need to get Tammy out of here. We're almost done. Just one more stop. Juhu, ich muss nicht fahren. That's why I get paid the big bucks. Let's try ein bisschen schießen. Ah, fahr einfach drüber. Kein Problem. I think it's dead. Ach, jetzt reicht's. What did you do that for? Impressive. Wow. Das sind geile Autos. Kannst du bitte ein bisschen schneller fahren?
Keep sharp. We may have a situation. Oh, shit! Huh? This part of your plan? Yeah. Let's say it is. I'll guard the VIP you get to cover. Na, dann beschützt mal die beiden Mädels doch mal. Fertig. I'm just that good. Fertig. Fertig. Okay, jetzt reicht's aber. Freunde, ihr nervt. Oh, wie gerne würde ich die jetzt einfrieren. Oh. So, ich soll in Deckung gehen. Sag mir das doch mal vorher, bevor ich hier das Massenblutbad anrichte. Och, ob ich jetzt mitten auf der Straße stehe oder hier hinter hocke, also. Alter, ihr seid so wow, doof. You're really going all out with this. Matt, feel free to dial things down a bit. Matt? Matt! Oh, is he not answering? Shame. I must have accidentally cut him off. Zinyak, you piece of shit! Always with the vulgarity. Anywho, have some fun with these minor changes I made. Knew I'd win. Hold on. I'm calling in a rescue vehicle. You could do that? Without that? I wouldn't put us in harm's way without some backup protocol, you know. Warum hast du das dann nicht schon vorher gemacht? Right, sit tight. The car should be here shortly. I'm out of ammo. Cover me while I get some more. Nö, sehe ich nicht. Ah, shit! Asha, du bist echt bescheuert. Pow! A little help, please. Ja, 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 ja. Erstmal die Gegner, dann die Asha. Und was machst du hier, du blöde Schlampe? Warum holst du die nicht hoch? Oh. Thanks. Just hang on, here comes a rescue vehicle now. I'll be right back. I'm gonna get the car. Impressive. Oh Gott. Well, shit. Das war so klar. Ja, ich könnte auch eine Panzerfaust nehmen. Ja, es wäre schneller. Ja, es wäre langweilig. You both sit tight, I'll be back for you. Zinyak doesn't have a chance. Nice. Okay, dann nehmen wir halt den Wagen. Kein Problem. Both of you in. Ja, komm her. So, everything according to plan, huh? Was life without a few curveballs, you know? Das war strange, wie die sich mal eben in das Auto teleportiert haben. Halt die Fresse. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Dreist. Einfach nur dreist. Damn.
Shit, I don't have it. Hör auf zu fluchen. Also, die haben... Ui! Die haben ja ein Benehmen, das ist unbeschreiblich. Wirklich unbeschreiblich. Hier ist unser Ziel. Und was sich dahinter verbirgt, hinter diesem letzten Halt, werden wir nach dieser extra langen Folge leider doch erst morgen sehen. Bis dann, ciao!